Mehr als 16 Monate Krieg in der Ukraine und auch heute wollen wir uns die militärische Lage im Land ansehen. Und wir fangen an mit der ukrainischen Gegenoffensive, die mittlerweile seit einem Monat dauert. Und es gibt neue Aufnahmen aus dem Osten des Landes. Hier hat die ukrainische Armee jetzt damit begonnen, ihre HIMARS-Geschütze, also ihre aus amerikanischer Produktion gelieferten Distanzraketen, nicht mehr gegen feste Ziele einzusetzen, beispielsweise Munitionsdepots oder Kontrollzentren, sondern gegen bewegliche Ziele, gegen Ziele, die schon aufgestellt wurden von russischer Seite, um eben die ukrainischen Truppen zu beschießen. Wir schauen uns das mal an. Hier trifft es eine 2S1, eine Selbstfahrerfette der russischen Armee, die hier relativ frontal getroffen wird. Und wir sehen dann auch gleich, wie die Munition explodiert, die eben neben ihr noch gelagert wurde. Das ist also ein sehr erfolgreicher Schlag der Ukrainer. Und dass man eben diese HIMARS nicht mehr nutzt gegen feste Ziele, nicht mehr nutzt gegen Ziele, die vielleicht in den nächsten Tagen genutzt werden sollen, um die Ukraine anzugreifen, sondern gegen Ziele, die direkt im Kampf sich befinden, das zeigt, dass die Ukrainer eben eine, wenn man so will, direkte Art und Weise der Konfrontation mit den Russen jetzt hier gewählt haben. Auch hier gut zu sehen, der BM-21 Grad-Raketenwerfer, der 41 Raketen geladen hat, und wir sehen, er ist also schon ausgerichtet. Er ist nicht mehr irgendwo in Vorbereitung, sondern er ist schon ausgerichtet, um eben die Raketen in diese Richtung abzuschießen, und das Mündungsfeuer geht dann dorthin und ist eben extra so gerichtet, dass dort eben keine Menschen beispielsweise stehen oder dass dort keine Technik oder auch Bäume in Brand gesteckt werden. Das heißt, dieser BM-21-Werfer hätte kurz darauf seine 41 Raketen abgeschossen auf ukrainische Soldaten, wird aber jetzt im letzten Moment von der ukrainischen Artillerie, also Raketenartillerie, hier zerstört. Da sehen wir den Angriff auf den BM-21, der dann ebenfalls in Flammen aufgeht. Wir schauen uns das Ganze gleich mal auf der Karte an, um zu verstehen, was diese Distanzwaffen, nämlich die Distanzwaffen zum einen Seite der Russen hier. Hier sehen wir jetzt ein 2S5, ebenfalls ein Selbstfahrerfette. Hier vielleicht ganz gut zu sehen, da steht er und ist noch nicht schussbereit. Und eben der amerikanischen Distanzwaffen, der HIMARS auf der anderen Seite, M142 ist die professionelle Bezeichnung, bedeutet. Da sehen wir jetzt also, wie der 2S5 hier getroffen wird und ebenfalls nicht mehr eingesetzt werden kann. Wir schauen uns das Ganze, wie gesagt, auf der Karte an, um zu verstehen, wo wir hier die Angriffe haben und was es eben für die Front bedeutet. Die Waffen, die wir eben gesehen haben, waren alle östlich von Bachmut stationiert. Das heißt, es wurde angesehen von Experten, wo ist das genau passiert, anhand der Lichtungen, anhand der Strukturen dort, der Straßen, die wir auch gesehen haben, der Waldwege. Und dann wurde gesehen, diese ganzen Angriffe haben sich in dieser Region abgespielt. Und wir erinnern uns, die Ukrainer versuchen hier bei Bachmut vorzudringen auf den Flanken nördlich und südlich der Stadt. Was diese Waffen eben alle gemeinsam hatten, ist, dass sie etwa eine Reichweite von 20, 25 Kilometer haben, wenn es hochkommt. Und wir schauen uns das mal auf der Karte an. Das heißt, sie könnten ungefähr bis hier schießen. So also die russische Reichweite dieser Waffen. Was wir aber dagegen gesehen haben, war die HIMARS. Und die HIMARS hat eine Reichweite von 84 Kilometern. Das heißt, wenn wir uns das etwa ansehen, dann wäre es möglich, dass die HIMARS beispielsweise aus dieser Region hier schießt und dort den Frontbereich eben attackiert, den russischen Frontbereich. Das ist was, wie ich gerade gesagt habe, was relativ Neues. Denn bisher haben wir es eher so gesehen, dass die HIMARS an der Front stand und eben weit ins Innere geschossen hat, um beispielsweise Munitionsdepots weit hinter der Front anzugreifen. Das macht sie jetzt nicht mehr oder nicht mehr nur, sondern sie wird gleichzeitig eingesetzt, eben um russische Geschütze an der Front zu attackieren. Das ist also eine neue Art der Einsatz. Eine neue Art des Einsatzes, um eben die Russen ja quasi auch schon während des Gefechtes, während man eben mit den Drohnen herausgefunden hat, wo befinden sich die russischen Fahrzeuge, direkt zu attackieren. Das also die Situation im Osten des Landes. Wir wollen auch in den Süden sehen. Dort gibt es Aufnahmen von russischen Militärblockern, die von einer russischen Militärdrohne gemacht wurden. Und die sind relativ aussagekräftig, was die Offensive der Ukrainer im Süden, und zwar in der Region Saporischja, auf das Städtchen Robotyne angeht. Hier sehen wir also erstmal, dass den Russen es gelungen ist, zu sehen, wo sind die Ukrainer, wo bewegen sie sich. Und sie bewegen sich, wir können es uns schon denken, natürlich auch entlang dieser Waldkämme, nicht auf dem freien Feld. Da werden sie noch besser sichtbar und auch noch besser zu beschießen. Aber wir sehen jetzt hier, dass die Russen sie gesichtet haben und auch gleich beschießen. Aber die nächste Einstellung ist sehr interessant, denn die verrät uns ganz genau, wo wir hier sind. Also wo die Ukrainer sich befinden und wo die Russen sich befinden. Nämlich
Jetzt, wo es rausgezoomt wird, sieht man es hier vielleicht nochmal ganz gut. Wir haben auf der einen Seite diesen Waldkamm, den wir hier gerade gesehen haben. Dort bewegen sich die Ukrainer eben in Richtung der Drohne und auch in Richtung ja, der russisch gehaltenen Stellungen, und zwar in Richtung eben des Dorfes Robotyne. Robotyne ist in diesem Fall auch schon zu sehen. Es ist ein bisschen schwierig, aber hier unten, wenn man mal genau hinguckt, da haben wir die ersten Dächer. Das heißt, wir haben jetzt hier auch Stromleitung. Das heißt, diese Drohne schwebt hier tatsächlich über Robotyne und filmt die Ukrainer, die nur etwa 1 Kilometer nördlich davon sind. Und das sagt uns eine ganze Menge. Nämlich zum einen, dass die Ukrainer 5 Kilometer bereits zurückgelegt haben, um eben Robotyne zu erreichen. Das ist ein Stronghold, ein wichtiger Knotenpunkt der Russen. Wir schauen uns das gleich auf der Karte an. Auf der anderen Seite haben wir aber auch dieses riesige Problem, dass die Russen ganz genau wissen, wo die Ukrainer sind und sie eben extrem beschießen können. Sie machen das mit 122 mm Mörsern, aber auch 82 mm Mörser würden hier funktionieren, denn wir haben gesehen, die Entfernung zwischen Robotyne, wo die Russen stehen, und den Ukrainern, die hier vordringen, ist nur etwa 1 Kilometer. Und das ist innerhalb der Reichweite aller Mörser, die den Russen zur Verfügung stehen. Und wir sehen natürlich hier geschnitten, aber doch immer wieder diese Einschläge relativ präzise dort, wo die Ukrainer sind. Und das erklärt eben auch auf der einen Seite, dass die Ukrainer weit vorgerückt sind, auf der anderen Seite aber auch, warum es ihnen so schwer fällt, hier weiter vorzurücken. Denn diese Aufnahmen, hatten einige Experten gesagt, könnten schon bis zu 2 Wochen alt sein. Man sieht das anhand der Bäume hier, die hier noch existent sind, aber auf jüngeren Satellitenaufnahmen schon zum größten Teil, wenn man so möchte, weggebombt wurden von den Russen. Nichtsdestotrotz zeigt uns das Ganze eben, wie die Situation ist, direkt an der Front, direkt bei Robotyne, da wo die Ukrainer versuchen vorzudringen. Wir schauen uns das Ganze mal auf der Karte an, um auch zu verstehen nochmal, wo wir hier genau sind. Robotyne etwa hier, also direkt noch südlich der Front, und wir sehen dieses blaue Gebiet nördlich davon. Dort sind die Ukrainer von Orichiv ab dem 5. Juni vorgerückt, haben Robotyne noch nicht ganz erreicht, aber sind kurz davor. Und warum muss man dieses Städtchen, dieses eher Dorf nehmen? Weil es eben von da aus weiter nach Tokmak geht und, wenn man möchte, auch irgendwann nach Melitopol. Da gibt es nur einige Straßen, die dahin führen, und über Robotyne ist eben eine der Hauptstraßen, die dort hinführt, die genommen werden muss von den Ukrainern, um dort vorzudringen. Und das wissen die Russen ganz genau, und deshalb verteidigen sie diesen Ort auch mit aller Stärke und aller Kraft. Wir schauen uns eine weitere Karte an und weiteres Videomaterial an, diesmal aus dem Süden des Landes, aus der Region Cherson. Hier bei Nowakachowka haben die Russen vor auch etwa einem Monat diesen Damm gesprengt. Seitdem haben wir eine riesige Naturkatastrophe hier. Aber wir haben auch eine Änderung der taktischen Situation. Nämlich wir haben immer weniger Wasser im Dnipro, der ja hier lang fließt. Ich glaube, schon relativ gut zu sehen. Aber dieser Stausee ist mittlerweile fast ausgetrocknet. Die Überflutungen sind auch mittlerweile abgeflossen. Und wir haben eben den Frontfluss, der keine wirkliche Front mehr ist, weil eben dieser Fluss so wenig Wasser nur noch führt. Und die Russen befürchten jetzt, das sagen sie auch seit einigen Tagen, dass die Ukrainer diese Situation nutzen und eben da, wo jetzt nicht mehr so viel Wasser ist, den Fluss überqueren und dort eben eine Gegenoffensive auch weiter starten oder weiter verbreiten. Und insofern sind diese Aufnahmen hier ganz interessant zu sehen, von russischen Drohnen wiederum gemacht. Die zeigen den Ort Kosatske direkt gegenüber von Nowakachowka unter ukrainischer Kontrolle. Und dort befürchten die Russen diese Offensive, diese ukrainische Offensive. Und wir schauen uns erstmal an, hier also geht der Dnipro lang. Und wir sehen aber auch immer wieder diese Felder hier. Das sind also alles Felder, die nicht mehr von Wasser besetzt sind, die also mittlerweile ausgetrocknet sind. Und da sehen wir auch, wie niedrig der Pegel mittlerweile ist. Die Russen beschießen das jetzt mit schwerer Artillerie. Offenbar treffen sie aber nicht das, was sie wollen, denn die Kamera richtet sich in die Richtung. Wir haben aber die ersten Explosionen jetzt dort auf der Seite. Wie gesagt, im Ort Kosatske, wo man damit rechnet, dass die Ukrainer eben eine weitere Offensive starten. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz an, wenn es auch ein bisschen zurückgezogen wird. Auch hier gut zu sehen, wir haben Sandbanken in der Mitte des Flusses. Wir haben auch hier sehr flache Stellen. Hier ist noch Wasser. Wir befinden uns ja südlich des ehemaligen Kachowka-Staudamms, nicht nördlich davon, wo die Situation noch schlimmer ist. Aber auch hier fließt das Wasser, wenn man so will, unkontrolliert ab. Und wir haben eben diese ehemals relativ kleinen Inseln, die jetzt, wir sehen es, immer größer sind, wo immer mehr Land rausguckt. Und die Russen haben eben große Angst, dass hier von Kosatske und von anderen Dörfern, Wesele ist ganz in der Nähe, dass dort eben die Ukrainer einen Angriff vorbereiten und bombardieren deshalb diese Städte, die dort eben entlang des Dnipros sich befinden.
Das ist also ein aus der Angst herausgeborener Angriff, wenn man so möchte, der Russen, die eben unbedingt dort versuchen wollen, dass die Ukrainer sich nicht sammeln können und nicht den Fluss überqueren können. Als letztes wollen wir uns Aufnahmen ansehen eines ukrainischen Abwehrversuches gegen eine russische Kamikaze-Drohne. Und wir haben in den letzten Tagen, Wochen, Monaten ja alle möglichen Arten von Waffen gesehen, die hier zum Einsatz kamen, von Elektroimpulsgewehren, also Antidrohnengewehren, über Flugabwehrraketen, über den deutschen Gepard, über alles Mögliche, was da eingesetzt wurde. Am Ende ist es dann manchmal doch so, kommt es einfach darunter, dass die Leute ihre Sturmgewehre benutzen, ihre Maschinengewehren benutzen, die sie in der Hand haben, ihre Kalaschnikows und andere Waffen und eben damit versuchen, die russischen Drohnen abzuwehren. Und in einigen wenigen Fällen wie diesem hier, da sind sie ganz glücklich, passiert das dann sogar. Das heißt, wir schauen das Ganze mal an. Da oben sehen wir also jetzt die Explosion. Da hat tatsächlich einer der ukrainischen Soldaten ja Glück oder Können oder eine Mischung aus beiden die russische Kamikaze-Drohne getroffen. Und die Ukrainer feiern das dann dementsprechend, dass sie eben jetzt diese Gefahr dort gebannt haben. Wie gesagt, relativ einmalige Aufnahmen, weil man rechnet nicht damit, dass so eine schnell bewegliche Drohne, die hat über 200 km/h, von einer Kugel getroffen wird. Aber in dem Moment gelingt es ihnen tatsächlich doch, hier eine dieser Kamikaze-Drohnen vom Himmel zu holen. Gut für die Ukrainer, denn wenn diese Drohnen einschlagen, dann können sie zur Zerstörung einer beispielsweise Selbstfahrerfette oder eines Panzers führen. Insofern ist den Ukrainern das extrem wichtig und wir sehen auch zu 5, zu 6, zu 10 stellt man sich dann dahin, schießt in die Luft und hofft eben diese Lancet-Drohne irgendwie zerstören zu können.